Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.26. Wenn ihr das Video seht, könnte es durchaus sein, dass das Spiel in der Version 1.27 ist. Aber heute haben wir den Mercedes Actros MP1 in der Ausführung 1857, also über 570 PS, V8. Und er ist Truck of the Year 97. Ja, kann durchaus stimmen. Ihr könnt ja gerne mal googeln, weil ihr googelt ja so gerne. Und ganz ehrlich, wo ich den gesehen habe, wow. Bitte macht einfach mal solche LKWs rein. Von mir aus MP1, 2, 3, 4, 5. Ja, den 5 gibt es glaube ich noch nicht. Aber wie gesagt, wir schauen uns mal an, was wir alles ändern können. Und wir gehen natürlich zum LKW-Händler. Und zwar zu Mercedes. Da gucken wir als erstes vorbei. Und da ist er. Da ist er. Und schauen wir mal an, was wir da alles ändern können. Also am Fahrerhaus erstmal gar nichts. Am Fahrwerk auch nichts. Ist ja nicht schlimm. Ne? Reicht ja zu. Aber dann, und das meine ich immer, gucken wir mal an, da ändert er. Die Schrift, ich denke mal, so 1831 könnte durchaus so ein Standard oder 1843. Aber Maximus will natürlich immer richtig viel Power. Und ihr merkt schon, wenn ich jetzt hier hingehe, kommt gleich automatisch V8. Hier ist noch ein V6 Motor, Euro 3. Natürlich ist der LKW nicht mehr das Neueste. So, jetzt haben wir erstmal einen ordentlichen Motor drin, Getriebe 12, 12 mit Retarder oder 16 mit Retarder. Wir machen mal das Beste, um einfach mal zu schauen, wie teuer es am Endeffekt wird. So, hier drinnen nichts, aber ihr seht schon, ja, der Stil der 90er Jahre und hier solche, ja, Rückenschoner, ne, mit so einem Murmeln, ja, ob man sich da gut und wohl fühlt. Ich wusste gar nicht, dass die damals auch schon so ein bisschen Automatik, ne? Das wird ja wahrscheinlich so ein Automatikgetriebe sein. Naja, aber ich muss sagen, er springt jetzt immer so ein bisschen hier. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Sieht echt oldschool aus, ne? Mit diesen ganzen Schalter. Hier gefällt mir. So, ja. Viele Blausorten. Guck mal hier, wie viel Blau es hier im Spiel gibt für den LKW. Gut. Und dann kommen also wirklich sehr, sehr viel. Wow. Da kann ich ja Straßenwacht gleich machen. Aber hier so ein richtig schönes dunkles Rot. Ah, das steht den LKW wunderbar. Und für alle Freunde hier noch ein bisschen Metallic. Schön. Wir lassen den mal so. Das sieht so aus, es soll weiß sein, ne? Aber sieht so ein bisschen grau aus und dann gucken wir mal, was wir alles ändern können. Okay, schauen wir mal. So, der hat hier gleich diese von 50K. Diese Reifen würde ich auch so lassen. Das sind alles andere Mods. Und da würde ich jetzt gar nicht so rummehren, nicht, dass das Spiel abstürzt. Darum lasst ihr einfach die Reifen und hier könnt ihr auch noch ein bisschen was ändern. Und da habe ich das genommen. Gucken wir mal hier. Das habe ich zum Beispiel gar nicht erst in Betracht gezogen, dass man hier auch den Tank noch schön verändern kann. Die Seitenfront nimmt dann quasi die Farbe an. Hier könnt ihr es farbig machen. Die Reifen lassen wir hier, gehen aber Stücke nach unten, um halt noch ein bisschen mehr Chrom hier ins Spiel zu bringen. Ne? Hier hinten, schauen wir mal, man muss ab und zu mal mit der Maus so ein bisschen hin und her gehen, um mal zu sehen, aha, kann ich hier was ändern? Hier könnt ihr auf jeden Fall noch was rein. Gucken wir mal, nee. Aber so, ha, das sieht schon richtig genial aus. Aber was man hier merkt, ein Farbunterschied, ne, von den beiden. Können wir mal schauen, ob wir das irgendwo noch deutlicher sehen. Hier fällt es jetzt nicht so auf. Hier fällt es eigentlich gar nicht auf. Also ich glaube, die Metallic-Farben haben da so einen leichten, ja, Unterschied. Deswegen nehmen wir mal lieber so eine. Wow, also gelb gefällt mir ja auch richtig gut. Lassen wir es einfach mal gelb. Und hier könnte ich jetzt noch so einen Streifen reinmachen. Ja, muss man nicht. Ich habe es erstmal hier so drin. Entweder so ein Plastik oder lackiert. Gehen wir weiter.
Nee, sowas wollen wir nicht. Hier noch so ein Schutz. Dann lackierte Außenspiegel oder verchromt. Verchromt brauchen wir nicht. Hier, dass es so ein bisschen abgesetzt ist, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Version lassen wir es erstmal hier hinten. Was ist das? Aber erst nicht dieses AdBlue, ne? Das hatten sie, glaube ich, noch gar nicht früher. So, schauen wir mal. Hier könnten wir noch mal sagen, dass wir der LKW 97 sind. Und jetzt können wir natürlich alles lackieren, ne, wenn wir das möchten. Nehmen wir mal hier hin. So wäre jetzt komplett lackiert. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Oder man lässt es. Und man kann jetzt hier einzelne Nummernschilder nehmen. Und ihr habt ihr gesehen hier. Guckt euch mal an. Was erkennt ihr hier? Irgendwas ist hier falsch. Okay, ich hoffe, der eine oder andere hat es mitbekommen. Hier finde ich aber jetzt, sollte eventuell das so bleiben. Das sieht irgendwie besser aus. Weil hier die Runden, hier ist alles so schön viereckig, kantig, finde ich jetzt interessanter. Und ja gut, können wir so machen. So, jetzt haben wir außen so gut wie alles gemacht. Natürlich können wir hier wieder, ja, Chris Maximus hier reinmachen. Hier vorne können wir noch so einen Sonnenschutz machen. Jetzt muss man ein bisschen hin und her schalten hier. So ein bisschen grün abgesetzt. Können wir beides grün machen oder so. Und noch so eine Beleuchtung hier. Und da seht ihr, kann ich ein bisschen was ranbauen, so wie ich es möchte. Aber man muss es nicht. So, hier vorne. So, das haben wir ja. Oder ihr macht es so. Aber nee, lassen wir mal lieber, ne? Gehen wir mal kurz in den Innenraum. Und das ist auf jeden Fall schön, dass wir hier unser Bett machen können. Ja, ein paar Texturfehler. Na, das sieht doch schön gemütlich aus. Da kann man doch schon gleich ins Bettchen gehen. Hier ist eigentlich noch die Möglichkeit, noch so einen Vorhang hier ran zu machen. Und das Beste ist natürlich, dass wir wieder unsere Edeltraut hier mit am Start haben. Da ist sie. Oh, das ist die falsche. Ich will die hier. Und Hashtag, unsere kleine Katze Muschi ist auch am Start. Das Navi können wir hier ran machen. Da, da. Aber ich würde empfehlen, das hier zu machen. Hab das besser im Blick. Oh, jetzt habe ich es falsch gemacht. Das. Wählen wir irgendwas aus. Hier. Falcon. Nochmal in Sonnenblende. Hier ist es. Da, guck an. Es wirkt so wie aus den 70er Jahren. 60er, 70er Jahren. So ein bisschen stylisch. Machen wir so. Und ja, ich muss wirklich sagen, der LKW ist schon eine ordentliche Wucht. Da muss ich echt nicht. Gefällt mir. Ja, Lenkrad kann ich natürlich nicht ändern. Das ist schade. Aber wie auch immer, wir gucken uns hier mal an. Schönes Gefährt, oder? Ein sehr, sehr schöner LKW. Aber eins habe ich noch vergessen. Man kann hier auch noch so ein bisschen. Ja, wenn man es möchte, ne? Kann man machen, muss man nicht. Das haben wir alles. So, das ist er. Ich hoffe, dass ich alles gefunden habe. Hier beim Truck. Ja, wie gesagt, Licht. Innenraumlicht. Das, das. Gut. Wirklich schöner LKW. Und jetzt fahren wir mal eine kleine Runde. Wir wollen nicht die ganze Zeit quatschen. Ich habe jetzt wieder nicht auf den Preis geguckt, aber ihr könnt ja gerne nochmal zurückspulen. Und da ist er. Ich habe extra hier vorne ein bisschen Plastik gelassen, weil. Boah, der hört sich auch richtig klasse an. Schön. Blinker. Herrlich. Na, schön. Wirklich wunderschöner LKW. Gehen wir mal nach innen. Da sieht man jetzt, ich habe dieses blaue Licht genommen. Oh.
Ach, schön, wie er losgeht. Der geht ordentlich ab. Das Lenkrad würde ich... Schade, das sieht so komisch aus, wie es eingestellt ist. Aber jetzt sehen wir den nochmal. Und ja, wenn ihr eine Tour mit diesem LKW sehen wollt, dann ab in die Kommentare. Mir gefällt der richtig gut. Und vielleicht sehen wir den ja mal beim Livestream oder so. Mal schauen. Mit den Worten macht der Maximus einen ordentlichen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.